Eine fürchterliche Bluttat hat sich in einer kleinen Seitenstraße in einer Wohngegend von Bibra ereignet. Die Polizei hat am späten Freitagabend in diesem Bungalow eine 67-jährige Frau tot in ihrem Bett gefunden. Ebenfalls im Haus war ihr 69 Jahre alter Ehemann. Er wurde festgenommen und heute dem Haftrichter beim Amtsgericht in Bad Hersfeld vorgeführt und entsprechender Haftbefehl wurde erlassen, weil der dringende Tatverdacht besteht, dass er seine Frau erschossen hat. Der mutmaßliche Täter ist Jäger. Darauf deutet auch der verschmutzte Geländewagen auf dem Grundstück hin. Der Mann verfügt über eine Waffenbesitzkarte und Jagdgewehr. Die Ermittlungen der Polizei ergaben dann später, dass diese Frau offenbar erschossen wurde mit einem Jagdgewehr. Was genau sich auf dem Grundstück hinter dichten Nadelbäumen und Hecken ereignet hat, ist bislang völlig unklar. Der Ehemann hat zunächst keine Aussage gemacht.